Hallo und willkommen zurück. Genau, zu Seven Days to Die. Ich liebe Baseballschläger. Wir sind wieder in unserer neuen Heimat angekommen und lieben Baseballschläger. Nee. Nur Mattes liebt Baseballschläger. Doch, ich liebe auch Baseballschläger, aber ich habe keinen. Ich auch nicht schlecht. Nee. Aber wir kommen alle dazu. Früher oder später halt. Oh, ich knack mal hier an dem dicken Haufen rum, damit ich ein paar Pfeile mal machen kann. Was? Ja, er kackt jetzt einen dicken Haufen Pfeile zu kriegen. Ja, ich kack jetzt einen riesen Haufen hin, damit ich ordentlich Pfeile hab. So, wo soll ich denn das schöne Bild hinsetzen? Ja, unter dem Gebäude, glaube ich, wäre doch ganz cool, oder? Nee, dann, ne? Wohin denn? Ein bisschen abseits, sodass du genug Platz hast. Ja, unter dem Gebäude. Wie ich bei der alten Map war. Ja, draußen ist doch genügend Platz. Ja, unterm Gebäude kann ich glaube ich mal. Bei dem Weg hier zum Beispiel, außerhalb, hier so an den Baum da wegmachen und dann dahin oder. Ja. Hier hinten diese ebene Fläche, die ist doch eigentlich ideal geeignet. Mhm. Ich mach mal den Baum weg, damit habe ich auch mal wieder Holz. Weil noch habe ich eh keine. Ich brauche ja irgendwie 10 Minuten oder so. Hab ich drei. So, wo fange ich denn an? Ja. Mann, du, da platzt jetzt aber die Schädel hier mit dem Baseballschläger, ey. So soll das sein. So, 90 mal Murky Water packe ich dir dann in die Kiste beim Lagerfeuer. Genau, danke. Dann jetzt nur noch die Goldruten. Und dann gibt's besseres Wasser. Ja, das Mineralwasser bringt dir definitiv mehr wie das normale Wasser. Du stehst auf Ruten? Mhm. Oh wei. Jedem das seine. Ja. Ja, wir sind da auch sehr offen, Mattes. Aber ich find's gut, dass du so offen da auch dazu stehst. Dann bräuchte ich irgendwie von. So, was willst du denn jetzt gepflanzt haben? Was du kannst. Goldrute und Chrysanthemum. Okay, dann bräuchte ich. Da brauche ich auf jeden Fall schon mal. Und Chrysanthemum-Samen sind definitiv in den Kisten schon. Okay. Da habe ich schon was gesammelt, genau. Ja, ich würde sagen. Auch Samen waren schon da, glaube ich. Pro Sorte eine Reihe, damit man auch immer weiß, was wo ist. Gut, und Goldruten, da muss ich erstmal welche finden. Da brauche ich nämlich entweder wirklich die Goldruten oder Samen. Das sollte doch hinzukriegen sein, denke ich. Mhm. Also 4 Goldruten habe ich. Dann kannst du mir die geben. Ich meine, ich könnte daraus Samen machen. Ja, kannst du auch. Ja. Ah, ein fehlt. Ich brauche 5.
So, Stefan, ich komme zu dir. So zwei goldroten Pflanzen habe ich gerade gefunden. Ja, eine aber brauchst du noch, dann hat sie schon mal einen Samen. Wieso kann ich nicht? Ich finde das einfach nicht gut, wie das klingt. Aber das die sind nicht die Samen. So, hier ist nochmal ein. Kriegst du nicht jetzt sogar schon, wenn du die Dinger kaputt schlägst, zwei raus? Stefan, sollen wir hier unsere Pornbase mal kann klären? Sein. Ja, dann guck mal hier, wo ich bin, weil hier sind noch welche. Warte kurz. Unsere Vorläufige. Drei Goldruhen, wenn du da jeweils zwei rauskriegst, ist ja schon mal gut. Ist das hier Stein? Ja, das ist Stein. Das ist das Gebäude, wo wir letztes Mal auch drin waren. Ist relativ klein, aber... Ja, ich meine, für den Anfang halt, ne? Ja. Gucken, ob die Tür wieder offen ist. Ja. Müssen wir mal gucken, wenn du die Goldruten hier kaputt hast, ob du da zwei Pflanzen rauskriegst. Du bist ja hinterlistig. Ja. Der kann nicht raus. Ja, guck mal, hier ist noch einer. Der hat halt ein Brett vorm Kopf, da machst du nichts dran, ne? Hier hinten. Jetzt hat er einen Holzpenis. So, jetzt noch eine und dann kannst du schon. Jetzt hat er auch eine Holzkniescheibe. Problem ist, die Pfeile gehen manchmal zwischen die Beine durch. So genau kann man einfach mit dem Bogen nicht zielen. Von den Zombies sind manchmal ein bisschen seltsam. Ah, hier unten sind noch einige. Oh, er steht aber nochmal auf. Hier ist noch eins. Zwei, ja, jetzt hat das aber gleich. Drei Stück sind hier. Wo ist die dritte? Hier. Da. Da hast du ja jetzt erstmal welche. Das Haus hattet ihr gelootet? Ja. Achso, ich hab noch eine Goldrute in der Tasche. Da hatten wir letztes Mal aber mehr Gegenwehr, ne? Ja. Ist ach ganz so, baff, dass wir schon fertig sind. Da ist ein Gebäude, wo du ganz viele Samen rauskriegen könntest. Das klingt alles so furchtbar verkehrt. Oh. Ja, da in der Stadt war das, meine ich, oder da oben das Gebäude? Ja, in der Stadt sind die solche Gebäude oft schon nicht mehr erwünscht. Was? Ach, der labert wieder nur Müll. Ich glaube, das könnte das Gebäude gewesen. Ja, genau, das Gebäude hier. Oh, da schön, sind ganz ich habe eine Jacke Sachen gefunden. Drin, weißt du, also Pflanzen. Oh, eine Vierer Donnerbüchse. Oh, gut. Hier ist auch noch ein bisschen Goldrute. Tja, das können wir alles erst wegnehmen, wenn wir eine Ranch gefunden haben, also. Das nächste also Gebäude. Du, hier, guck mal, wie viel Goldrot hier drin ist, ey. Auch hier Kartoffeln. Wow! Wow! Das ist ein Hund. Da war ein Hund. Alea, ich habe ein Rezept für dich gefunden. Maissamen. Leg das einfach dann in die. Können wir das Kiste. Thema nicht mal wechseln? Das sagst gerade du. Nee, mir ist es jetzt wirklich gerade ein bisschen am peinlichern werden. Wieso? Ach, ich weiß das, auch nicht. Das steht da von den Entwicklern so hingeschrieben. Rezept ja. Minus Mais in Klammern Samen. Also du kannst ja alles looten, ne? Da sind noch ganz viele Goldruten hier vorne. Das ist eine Metalltür, hat das Haus hier. Hey, meine Güte. Und es ist aus Beton und Stahl. Aber die Fenster sind aus Glas. Schlaue Entwickler. Also hier sind auch Kartoffeln, ne?
Kaffee, Heidelbeeren, Aloe, Yucca, also wir haben alles hier drin. Stefan, wenn du willst, Also viel Spaß beim Sammeln. Ah ja, nicht zu vergessen, Zombies. Ja, das ist kein Problem. Jetzt hat er Kopfschmerzen. Ja, aber ich mache mir Kopfschmerzen, wenn ich hier hinter den Raum sehe. Zum Anpflanzen. Ich versuche mal immer einzeln einen zu treffen, dass sie einzeln kommen. Ja, ja, guck, jetzt erzählt er wieder was vom Kommen mir, ey. Kommt einer. Das weiß ich jetzt auch nicht. Sorry, Stefan, ich habe eine Krankenschwester verbuddelt. Er hat eine Krankenschwester verbuddelt? Prügelt. Ich habe hier auch gerade eine. Da möchte ich aber auch ein bisschen mit einstochern. Mag geschlagen zu werden. Ja, siehst du? Sie mag das. Ja, ich merk's. Oh, sie kommt wieder und möchte mehr. Ja, ja. So, nehmen wir den nächsten. Sie hat es genossen. So sind sie eben, die Krankenschwestern. Oh, das gibt böses Blut. Uiuiui, das gibt böses Blut. Das ist eigentlich ganz praktisch. Das ist, weißt du, das ist quasi wie eine Piepshow hier, ne? Ja. Ja, ne, oder? Da wir ja, sag ich mal, sexuell neutral sind hier so ein bisschen, möchten wir jetzt auch mal einen Herrn tanzen sehen vor der Fenster. Was? Aber wenn du das Video guckst, dann verstehst du, was ich meine. Oder eine Shooting Range. Das könnte auch hier eine wunderschöne Shooting Range sein. Ja. Ich glaube, da links ist noch einer. Ist ein bisschen wie Kopf bei Kopf schießen. Genau. Den habe ich nicht getroffen. Da liegt doch nur einer, ne? Ja. Ah, du hast ihn getroffen. Wie gut, dass ich eben noch 100 Pfeile produziert habe. Also ich finde die Intelligenz der Bots, ne? Also hier, das ist wirklich herzallerliebst. Das macht so richtig Spaß. Ich glaube, da links liegt auch noch jemand. Oder zwei sogar, glaube ich. Aber ich erwische nicht. Ich halt schon. Es gibt ja nicht mehr viele übrig. Jetzt können wir ja mal reingehen. Meinst du? Oder von hier aus. Einen Raum weiter nach links. Ah, da kommt einer. Da kommt einer. Ja, der kommt aber zu mir. Ach, Mensch. Ach, hier ist auch so ein schönes Fenster. Ja. Ist ja herrlich. Ich glaube, das Gebäude hier ist ein bisschen buggy. Kann das sein? Schade. Weil das sieht so aus, als ob Bäume hier mittendrin stehen und Steine quasi hier drumherum wachsen. Die Weinfässer haben jetzt auch endlich mal einen Sinn. Ja. Kann man ja jetzt auch endlich looten. Wow. Ich treffe einfach nicht. Ah, okay. Eine Schlange. Die läuft aber jetzt irgendwie in eine andere Richtung. Ich könnte sein, dass die jetzt von der Seite gleich kommt. Hier ist ja noch eine Schießscharte. Hier ist noch eine Schießscharte. Ja, aber das müssen wir. Und hier ist die Küche. Also wenn man zwischendurch Hunger bekommt, ne, wenn man hier so ein bisschen schießt, kann man auch noch hier was trinken. Was sagst du? Glaubst du, das Wildschwein greift an? Aber ich weiß jetzt nicht, wo der Zombie hin ist, ehrlich gesagt. Ich hab am 9. Oh, Mathis ist gestorben. Ja, Alea, guck nur zu. Ja, das habe ich auch öfters. Aber manchmal kämpft sie auch ganz gut. Also ich sag mal, es hält sich die Waage. Manchmal traut sie sich einfach nicht. Wieso? Oh, scheiße.
Okay! Das ist einfach über den Zaun gesprungen. Ich wollte das eigentlich da reinlocken, aber... Das hat nicht geschafft, das war zu fett für die Luke. Jetzt noch die Krankenschwester. Ja, da hinten liegen aber auch noch welche, aber ich glaube, an die kommt man nicht ran. Ne, die sieht man noch schlecht. Das ist ein blöder Baum. Hier gehen die Pfeile aus. So was aber auch. Ja. Also wieder. Krankenschwester verprügeln. Na komm her. Die Ausdauer ist einfach das größte Problem jetzt. Ja, irgendwo haut auf jeden Fall die eine, die wir wach gemacht haben, rum. Ah, es gibt hier auch ein Obergeschoss. Warte mal. Oh. Vielleicht kommt man da von oben irgendwo hin. Ja, hier oben gibt es auch noch eine Tür. Okay. Und ein Zombie. Zwei Zombies. Sag mal, ich würde mich über Unterstützung von dir freuen jetzt gerade. Ich habe allerdings keine Pfeile mehr. Ist egal. Die hab ich ja. Welches Wildschwein? Das ehemalige Wildschwein. So. Also hier ist auch noch ein... Eine Metalltür, die ist sogar entriegelt. Hier geht's noch weiter nach oben. Ja, ich loot hier erstmal leer. Dann folge ich dir gerne. Oh, ein Wagen mit Heuballen. Oh, Kleber hier vorne. Wrench. Oh! Also ich habe das Gefühl, die freundliche Nachbarin, die ist hier hinter. Hinter dieser Metalltür. Ja, da stört sie uns ja nicht weiter. Nein, das dauert ja. Wie bist du da hochgekommen? Jetzt in diesen Innenhof reinhopsen. Bist du da hochgekommen? Hier ist eine Treppe. Na super. Jetzt da ist so eine Treppe. Wenn du rein ach da, jetzt sehe ich sie. Jetzt sehe ich sie. Scheiße. Ich habe nur die Metalltür gesehen. Oh, hier geht's noch. Hier geht's aufs Dach. Ah, hier ist so ein Rucksack. Ah, den hast du gesehen. Von hier aus kann man jetzt die anderen Schlafenden sich holen. Also ich habe langsam ein bisschen das Gefühl, das ist gewollt so gebaut, ne? Aber ich glaube, von da unten können die hier raufklettern. Glaube ich auch. Warte, ich repariere schnell nur mal meinen Bogen. Und dann ich habe leider keine Pfeile mehr. Willst du Pfeile haben? Nein. Wenn du zu viele hast, klar. Warte. Kannst du mir sowas, ich war 20 Stück geben oder sowas? Bitte. Ist die Hälfte. Dankeschön. Wir sehen, ob man die einzeln kriegt. Wieso ist mein Bein verstaucht? Aha, da ist irgendwie eine Glasscheibe im Weg. Jetzt ist er kaputt. Ja, jetzt habe ich sie getroffen. Nee, die kommen nicht nach oben. Nö. Yep. Noch ein. Das sieht wirklich so wie mit Absicht gebaut. So wie Experimentierzellen sozusagen. Ja, ich meinte da. Ah, der ist ja doch noch nicht tot. Wo ist der andere? Aua, ich bin tot. Oh ne, doch noch nicht. Wo bist du denn? Ups. Unten. Ich glaube, da muss ich rausgraben. Hier kommt man raus. Kann das seitlich raushopsen. Warte, ich mach dir noch ein bisschen mehr Platz hier.
Wie viele Pfeile hattest du mir gegeben? 31. Ich hab keine mehr aus dem Grund. 31 habe ich dir gegeben. Wo sind die dann hin? Keine Ahnung. Hab die doch aufgehoben. Oder bin ich jetzt zu blöd? Nee. Das vermute ich mal weniger. Na gut. Dann. Ach, sie steht nochmal auf. Ah, vorbei. Ich hab mal. Ich hol mal Pfeile. Ja. Und dann mache ich hier schon mal ein bisschen Krach. Sind wir. Das kenne ich doch. Woher? Ganz einfach, ich bin noch mit dem Aufzug. Das scheint hier auch nur so ein Zwischendeck zu sein, wo ich hier drauf stehe. Oh? Hast du aber großes Getier mitgenommen hier. Na, hat sich da einer ein Bein gebrochen? Nö. Aus. Die springen hoch und treffen mich. Was? Was fällt denn den Eck? Ah, shit. Weiß nicht, ich kann es nicht sagen, du. Die kommt oh, einer ist oben. Was, mit was kämpft ihr denn? Warum springt der nicht? Langsam treffe ich nicht. Ah, jetzt aber. Wo ist mein Block? Unter dir, pass auf. Ja. Jetzt steht die doch tatsächlich noch mal wieder auf. Ich finde ein bisschen unverschämt, dort Fräuchen, ne? Na komm, Mädel, hier, komm her. Auf einem Bein doch. Steht man schlecht. Weiß nicht, ob man hier. Nee, hier kommt man nicht wieder hoch. Ja, ich habe mir nebenan ein Treppchen gebaut. Könnte natürlich jetzt auch einfach hier durchgraben, aber. Ich glaube, das mit der Treppe, das kriegen wir nochmal hin. Man muss mir erstmal ein paar Holzdinger bauen. Ich habe immer welche dabei. Kann man deine Treppe nutzen? Ja, da, klar. Oh, hier sind. Oh, die dicken blauen. Blaue Weiber sind hier. Oi, viel Spaß. Er hat meinen blöden Speer. Dann gehen wir doch da mal ein bisschen dichter ran. Komm her. Hier gibt's Kopfschmerzen. Das ist ja quasi ein professionelles Übungsgelände. Oh, die ist aber schön gesprungen. Na komm, du kriegst jetzt noch mal ein bisschen. Boom. Ja, das war doch lustig. Tot. Ja, ich repariere meinen Bogen nochmal. Und dann hole ich meinen Pfeil und meinen Speer wieder.
Warum kriege ich meinen Speer nicht mehr? Warum kriege ich meinen Speer hier nicht? Versuch du mal, ob du meinen Speer hier rausgezogen bekommst. Nö. Es kommt zwar eh, aber ich krieg ihn nicht. Also erscheinen reicht. Muss nicht kommen. Hm. Achso, ich dachte. Ich dachte, das gehört vielleicht hier so zum guten Ton oder so. Ja, ja, eigentlich dachte ich das auch gerade. Ah, da erscheinen auf einmal überall Pfeile. Boah, den Speer kann ich nicht holen. Den kriege ich nicht. Nee, irgendwie ist der buggy. Ah ja, gut. Oh, ich sollte dringend irgendwas essen. Oh ja, ich auch. Ja, kann's immer noch nicht nehmen. Blöd. Ja gut, der ist dann verloren. Ups, wo bin ich denn jetzt wieder runtergefallen? Du musst erst das Glas kaputt hauen, dann kannst du durch. Ah. Naja. Oh, wir kriegen Besuch von hinten. Eine Krankenschwester. Oh, ich hab meinen Baseballschläger schon in der Hand. Das ist schön. Und ich bin tot. Und ich hab meinen Speer auf einmal wieder gehabt, fällt mir da gerade auf. Oh, jetzt kommt uns die Kühe hier. Ja, die haben sich anscheinend irgendwo durchgekämpft. Ja. Aua, aua, aua. Au. Ach, shit. Bist auch tot? Ja. Ich hab noch versucht, zur Seite wegzuspringen, aber... Ja, da war ja nicht durch den schmalen Steg, da konntest du ja nicht großartig hast du wegspringen. Hast du jetzt gecheckt, wie man da hinkommt? Letztes Mal bin ich an der Seite vorbeigegangen. Wo müssen wir denn hin? Dahin. Vor allem, da ich auf einmal mein Speer wieder hatte, ne? Das war auch ein bisschen komisch. Ja, vielleicht war da irgendwie... Ach, guck mal, hier sind noch Jucker und Heidelbeeren. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt meinen Rucksack wieder kriege, weil ich glaube, der ist an der Mauer irgendwo runtergefallen. Mhm. Das wäre blöd. Jetzt doch zum Händler. Ich glaube, sogar nach innen runtergefallen. Ja, sieht so aus. Und oben sind jetzt drei Zombies. Ja, ist nach innen runtergefallen. Einer von den Zombies ist gerade runtergehopst. Ich frag mich, wo... Ah! Ich krieg Besuch von hinten. Ich glaube, ich sterbe gleich nochmal. Warum machst du denn sowas? Weil ich nicht genügend Ausdauer hab. Ja, Ausdauer ist ein sehr großes Problem im Spiel. Ein sehr, sehr großes. Kommst du klar? Nö, bin fast tot. Nö. Versuch doch nicht zurückzubauen, wegzurennen. Ja, ich hab nur so wenig Energie gehabt und da waren noch so viele Zombies, dass ich mir echt gedacht hab, scheiß drauf. Dann bist du eben wieder tot. Ja, so ist der Anfang leider. Ah, ja, da ist der Zombie.